Nicht sonderlich, aber es ärgert mich halt super doll. Es würden definitiv noch mehr Helden kommen, ne? Keine Sorge. So, wir brauchen noch 10 Eier. Die holen wir uns jetzt mit den. Naja, viel brauchen wir ja nicht mehr, aber hier kriegen wir auf jeden Fall noch was. Magic nur Zauberaffen. Nehmen wir Benjamin wieder mit. Man kann auch eins ins Hauptmenü gehen, man kann auch einfach aufhören, ein Bug-User zu sein. Und es nicht tun. Ja, ich bug und nutze das nämlich nicht. Bei mir geht der böse Sonnentempel nicht, die 250 und der 025 werden nicht eingesaugt. Die werden auch nicht eingesaugt direkt, wenn du den Affentempel setzt. Die werden erst kurz danach eingesaugt. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, guck dir bitte mein Video an zum schwarzen Sonnentempel. Dort erzähle ich alles, was es darüber zu wissen gibt. Höchstwahrscheinlich wirst du wieder einen Fehler gemacht haben. Aber ich erkläre ja alles im Video. Guck es dir gerne an. Was hast du für eine Grafikkarte? Eine GTX 770. Ein ziemlich altes Modell. Ich müsste die tatsächlich mal aufrüsten. Das Problem, was ich letztens hatte, mir hat ein Zuschauer seine Grafikkarte geschenkt. Das ist auch das ist eine Grafikkarte, die quasi auf dem gleichen minimalst qualitativ besser war. Als ich sie eingebaut hatte, hat ich wieder dieses komische Fiepen in meiner Aufnahme. Das hatte ich damals schon mal. Und ich habe sie gleich wieder ausgebaut, da es nicht möglich ist, so sonst wieder was aufzunehmen. Meistens bei Runde 87 bis 98. Und welche Türme sollte ich am besten nehmen? Na, es ist natürlich ein ziemliches Late, ne? Das ist halt unplatzbar. Versuch verschiedene Taktiken. Na, das ist ja dann wirklich der Teil, der unplatzbar ist. Na, ab Runde 80 bis 100 ist unplatzbar Teil. Es gibt wahnsinnig viele Taktiken, die gut sind. Gerade der Alchemist mit dem mittleren Pfad gegen die Mobs ist sehr effektiv. Ansonsten kann ich auch U-Boote immer empfehlen. Die sind sehr stark. Hast du Tipps für Anfänger? Einfach erstmal spielen, Katze. Einfach spielen und dir alles angucken. Guck dir jeden Turm an, benutze erstmal nur Türme, wo du denkst, oder benutze erstmal einen Turm nach dem anderen, benutze nicht alle Türme gleichzeitig und schalte die Skills frei und dann siehst du ja, welche Türme dir so ein bisschen mehr liegen, auf welche Türme du mehr Lust hast. Das ist einfach dich ein bisschen umschauen im Spiel, ne? Kannst du probieren, die Map mit dem Schwarzsein zu verzieren? Brauchst du noch Doppel-GP-Mod und halbes Geld? Die hier? Ja, bin ich gerade dabei. Aber ich glaube, mehr als diese Map werden wir heute nicht mehr machen. 19 Uhr gerade. Mal schauen. Je nachdem, wie ich Lust habe. Aber eigentlich steigt meine Lust nicht gerade unbedingt gerade. Gerade. Level up. Ohne diesen Bug wirst du Match 14 Chimps nie schaffen. Tja, dann werde ich es halt nicht schaffen. Dann werde ich es nicht schaffen. Dann ist es so. Ich werde keine Bugs benutzen. Ich habe eh nicht vor, Match 14 auf Chimps zu machen. Ich weiß, dass ich es eh nicht hinkriegen werde. Zumindest sage ich das aus jetziger Sicht. Mal schauen, wie es aussieht, wenn wir BT6 durch haben, ob ich doch wirklich den Reiz habe, Chimps auf Match 14 zu machen. Dann brauche ich natürlich, wie du schon richtig erkannt hast, höchstwahrscheinlich den Bug, auch wenn ich es wirklich super ungern machen würde. Aber wenn ich es per Guide mache, dann dürfte ja eigentlich nichts passieren. Weil Chimps oder Autsch per Matschpfütze oder Autsch auf Chimps ist hart. Auch sehr, sehr. Habe ich sehr wenig Lust darauf.
Schwarzer Sonnenpanzer erfordert gewisses im Skilltree und die. Naja, du brauchst halt dieses Affenwissen, das kann nur eingeben. Ja. Was ist denn in so einer Diamantkaste drin? Sehr, sehr gute Insta-Affen. Es können auch 5er Insta-Affen drin sein, also 500, 050, 005 oder vielleicht auch 502 oder so. Wie lange hat es gedauert, das Q&A zu schreiben? Keine Ahnung, was kam über die Zeit. Habe ich das zusammengebastelt. Naja, das ist ja. Nach der Mission haben wir die nächste Kiste voll. Ist ja beabsichtigt, ist ja geplant, dass wir das so machen. Was für ein Bug? Der Bug, dass wenn man verloren hat und dann ins Hauptmenü zurückgeht, kann man die Map auf der Runde weitermachen, wo man zuvor verloren hat. Na, dann kann man zwar noch so ein bisschen Geld ausgeben, kann man vielleicht Türme verkaufen, umswitchen und so weiter. Ist ja auch bei den Challenge-Maker aufgefallen, dass wenn du alle Affen reinmachst, dass da noch eine graue Fläche ist. Vielleicht gibt es noch einen Geheimturm. Vielleicht. Ist mir bisher nicht aufgefallen, weil ich habe den Challenge-Editor nur am Anfang benutzt gehabt. Ansonsten, nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Video gesehen, das Falsche war, dass ich die Superaffen aus der Range habe ich nicht 050, sondern 250 und anstatt 05 habe ich 205 gemacht. Achso. Na dann. Dann hat dir mein Video ja doch geholfen. Dann war es einfach nur menschliches Versagen. Ist halt in den schweren und aktuell fast nur RNG und deswegen neu anzufangen ist schon nervig. Ja, RNG habe ich teilweise auch das Gefühl, dass das hier eine sehr, sehr hohe Rolle, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Bei mir funktioniert es nicht. Was funktioniert bei mir nicht im Night Gamer? Und im Sandbox-Modus funktioniert das auch nicht, Elias, das ist richtig. Du musst es schon in einer richtigen, normalen Runde benutzen. Warum sonst habe ich auch mein schwarzen Affentempel-Video in einer normalen Runde benutzt? Endlich der Stream, wo ich mitreden kann. Ja, willkommen. Willkommen zurück, Maxon. Ich habe Bock auf Diamantkisten. Nach dieser Runde, Leute, nach dieser Runde haben wir eine Diamantkiste wieder mal. Bin gespannt, was da drin ist. Haust drin, Nick, bis zum nächsten Mal. Welches BD findest du bis jetzt am besten? Das hier. Bei mir auch so. Die letzten Maps mache ich erst alles, wenn ich alles andere habe. Das wäre eine zu große Zeitverschwendung. Ja. Na, ich komme erstmal überall die Chimps-Medaille. Am besten optimalerweise schwarz. Mit was anderem gebe ich mich nicht zufrieden. Seit wann zockst du schon BTD-Games? Seit dem Let's Play von BTD 5. Kurz davor habe ich, glaube ich, ein Angespiel zu BTD 4 gemacht. Und dadurch auf die BTD-Reihe, glaube ich, gekommen. Wie viele Easter Eggs fehlen dir? 10. Und die 10 kriegen wir mit dieser Mission. Ich brauche Hilfe in Runde 51 und Platzbaum. Was kommt denn da? Eigentlich nichts Besonderes, oder? Setz ein U-Boot. Ein U-Boot hilft immer. Dark Temple in Diamond Box. Einen dunklen Tempel wird es nicht geben. Bei den dunklen Tempel kriegt man ja nur über Umwege. Das ist ja kein reiner Turm. Ich glaube nicht, dass es den schwarzen Tempel in der Box gibt. Man kann ein Challenge-Modus mit Max Gold erstellen und dann dort den schwarzen Tempel machen. Echt, das funktioniert? Ist ja langweilig. Es war ja lange so, dass Schimpansen-Autsch noch niemand geschafft hat. Hat es schon jemand geschafft? Ja, jedes wurde schon auf Schimpanse geschafft. Auf Schimpanse geschafft, da bin ich sicher. Auch Matschpfützen. Collegehof, glaube ich, ist. Könnte sein, dass es bei Collegehof ein großes Problem aktuell gibt. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber Autsch und Matschpfützen wurden tatsächlich schon auf Schimps geschafft. Kannst du machen, habe ich so gemacht. Okay.
Finde ich langweilig. Für alle Menschen, die Probleme beim Einschlafen haben, guckt ein Video von Darky und hört im Hintergrund diese Regenmusik, wo man dieses Plätschern hört. Entspannteste Stimme der Welt. Danke, Reisnudel. Hi, Leon. Aber man muss auf Mittel spielen oder schwer. Weil das Geld sonst nicht reicht, meinst du? Ich weiß gar nicht, wie viel Maximalgeld man da einstellen kann. 63 Zonen übrigens nächste Runde. Jetzt kann man schon wieder Wehr-Moabs. Das finde ich ja nicht so toll. Oh, das waren die falschen. Ich mache immer das transformierende Tonikum, aber will ich das gar nicht. Okay, schaff mal so. Hi Joker. Die Map Feuerreichweite finde ich so unendlich schwer. Sie ist ziemlich eklig, muss man sagen. Ja, zwei Ein- und Ausgänge, super weit entfernt. Dieses Häuschen dort in der Mitte, das super nervig ist, was man entfernen könnte. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Respekt, dass du BTD-Videos machst. Bist der Einzige, den ich kenne. Ich glaube, das Spiel war im Hype, außer, aber der Hype ist, glaube ich, gefallen. Ja, GLP hatte damals mal BTD-5 gespielt. Macht's, glaube ich, immer noch hin und wieder. Aber die meisten YouTuber machen das halt nicht wirklich konsequent. Aber ich will es einfach durchspielen, weißt du? Ich habe so einen Anreiz, ich will hier zack, 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 ich will ich will alle Medaillen haben, das ist mein Ziel. Kann ich nicht wegen Affenaue. Dann setze. Gegen was verlierst du denn? Normale Blut oder Zeppeline? Normale Bloons ist immer der Klebstoffschütze mit, also der Klebstoffschütze mit der Stufe nachätzender Klebstoff, Bloonlöser oder so. Nee, Bloonlöser ist die dritte. Oder vierte, irgendwie so. Auf jeden Fall kann man dann wahnsinnig viel Schaden machen. Hi Kai. Hi Falke. Guten Morgen Firebird. Leute, lasst es mit diesem Kevin-Krams. Spammt nur den Chat voll. Oder was erhofft ihr euch davon? Blumenlöser ist 3-0-0. Okay. Kauft man uns, wir haben $30.000. Ich bin Level 115 oder 116. Hallo Beke. Ich kann deinen Lightbot die timeouten. Ich will auch nicht den Namen Kevin auf die Blacklist setzen. Das wäre auch ein bisschen. Das ist voll gemein. Moin, moin, Chaot. Schaut gut aus. Letzte Mission, bevor wir die nächste Diamantkiste bekommen. Ich glaube, danach ist aber auch erstmal ein Päuschen angesagt. Ich werde mir gleich mein Rad schnappen und irgendwo rumfahren. Solange es noch ein bisschen heller ist. Ich habe heute schon wieder zu viel gesessen. Ich frage mich, was mehr bringt bei Anfangsplantage. Der erste Zweig oder zweite Zweig mit Bank? Kommt drauf an, bis wohin, ne? Wenn du den oberen Zweig natürlich bis letzte Stufe machst. Dann bringt die natürlich mehr. Wenn du aber nur die reine Bank machst, also 030 oder halt 230, dann ist definitiv die Bank der bessere Variante. Level 117 bin ich, okay. Level 117, schon ernsthaft? Meine Fresse, wie schnell das geht. Er kann sich noch an diese Videos über sein Patenkind erinnern oder so. Ich habe die bestimmt alle 10 oder 20 Mal geguckt. Huch. Ist das nicht der Livestream gewesen? Der 6-Stunden-Livestream? Den hast du jetzt 10 bis 20 Mal angeguckt? Aber da gab es noch andere Videos. Aber ja, ich erinnere mich. I remember me. Beste Upgrade für Alchemist? Alle Zweige sind ziemlich nice. Der obere Zweig zum Supporten, der mittlere Zweig, um Morbs kaputt zu machen.
Ja, das, was ich hier, mein Alchemist ist hier gerade die mittlere Stufe. Mit dem transformierenden Tonikum. Und die unterste ist natürlich am allerbesten. Macht super, super viel Schaden. Kostet aber halt auch 80.000 oder so für den Blumenmeister. Meichler? 43.000? Okay, ist ja günstig. Mein Gebräu war so teuer, Mann. Meichler Alchemist für 50.000 Gold. Ziemlich stark. Warum hat das Spiel so wenig Likes? Weiß ich nicht, Leute. Habt ihr auch schon alle geliked? Habt ihr den Stream schon geliked, Freunde? Du Lümmel, warum du Lümmel? Spielst du Free-to-Play? Ja, tue ich, Monster-Cookie. So, dann können wir ja nochmal das machen, damit wir weniger starke Balloons rauskommen und wir mehr Geld bekommen durch das Siphon-Funding. Executing Hack. So, und die Runde 80, noch ein kleiner ZOMG. Kein Thema für uns natürlich. Hier, transformierendes Tonikum. Super viel Schaden und er explodiert. Bam. Kaputt. 10 Eier bekommt, $220. Hey, Monkey Gun. Lol, hab ein 1-1-1-Star-Bug bekommen. Ist das normal oder Bug? Ich glaube nicht, dass das ein 1-1-1 ist. Guck nochmal genauer nach. So, die 70er-Kiste. Also die 70-Eier-Kiste mit einer Diamant, mit einer Diamantbeschichtung drauf. Wollen wir sie aufmachen oder lassen wir's? Mach mal auf, wa? So, sammeln wir ein. Ah, ein 402 Boomerang-Affe. Ich muss nicht, ich kann einfach Alt F4 drücken, dann komme ich raus aus dem Spiel, Patrick. Und ein 402 U-Boot. Ah, ja. Und jetzt muss ich wieder 70 neue Eier sammeln für die nächste Kiste. Ärgerlich, ärgerlich. Ich werde wahrscheinlich demnächst wieder weiter hier leicht abfarmen, ne? Immer wieder leicht und Standard und dann kriege ich dafür immer wieder 60 Gold. Easy going. Und euch dann irgendwann mal die Ergebnisse präsentieren. Uff, doppeltes Uff. An der Stelle, meine lieben Freunde, machen wir aber eine Pause, denn wie gesagt, ich... Was war das denn? Verschwindet der immer über eine Rauchgranate? Ist ja witzig. Verschwinde ich aus diesem Stream, schnapp mir mein Rad und werde ein bisschen rumfahren. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.